Hallo zusammen, willkommen bei Edda die Ice Lady. Hi all, welcome to Edda die Ice Lady. Heute starten wir mit einer neuen Kategorie und zwar Ketchup. Es gibt heute Daddy Cools Chili Soße und zwar, Moment, ich will das ganz richtig, Attack of the Killer Tomatoes Catch the Reaper. So we're gonna review a new category today. It will be about ketchup. And the correct name of the product is Attack of the Killer Tomatoes Catch the Reaper. Ich freue mich sehr auf dieses Produkt. Ich habe schon eine ganze Weile im Schrank. Von Daddy Cool habe ich euch schon mal etwas gezeigt. Da will ich jetzt gar nicht so ausführlich beschreiben, wer die sind und was die so machen. Aber es ist ein kleiner Familienbetrieb, der Steve Cooley und seine Frau Annette, die betreiben diese Soßenküche und sie ziehen die meisten Chili selbst vor. Für dieses Produkt haben sie 2019 einen Award bekommen in der Kategorie scharfer Ketchup und deswegen freue ich mich drauf. Und die sind aus Großbritannien und außerdem habe ich jetzt nur rausgeschrieben, die machen ganz viele verschiedene. Also die haben eine breite Produktpalette, nicht nur Soße und Ketchup, sondern die machen unter anderem Schokolade. Da gibt es 5 Sorten. Ich hatte noch keine von denen. Wraps, das sind so Gewürzmischungen oder so wie zum Marinieren. Jerky, Chutneys, Gelee und auch Pickles. Also das sind im Prinzip so säuerlich eingelegte Chili-Produkte mit was weiß ich, verschiedenen Kombinationen. So, I reviewed in the past already something from Daddy Cool's Chili Sauce, so I don't want to tell you lots of details about them, but it's mainly Steve Cooley and his wife Annette who own this company. And they are a family business and they have a great product range. They grow their own chilies and they won an award for this beautiful Catch the Reaper product. Gehen wir zu den Zutaten. Da sind jetzt tatsächlich mal ein paar mehr drin. Das sind so Unterkategorien. Zum Beispiel steht bei den passierten Tomaten ganz ausführlich drin, was da außer passierte Tomaten, 25%. Und dann gibt es immer so Unterkategorien, da steht dann drin, dass dann weißer Essig drin ist und vielleicht noch Säureregulator oder Stabilisator oder solche Sachen. Ich denke, das liegt einfach daran, dass das so kommerziell erhältliche Produkte sind, wo das üblich ist. Und das ist alles angegeben im Kleinen. Ich gebe euch nur die Hauptzutaten. Also die Zutaten sind passierte Tomaten, geröstete rote Paprika, Tomatenmark 14%, Honig, Zucker, frischer Apfelsaft, frische Zitronensaft, Tomatenpulver 2%, Salz, dann stand da Mais, Mehl oder Stärke, da bin ich nicht ganz sicher, weil das übersetzt wahrscheinlich Stärke sein soll. Carolina Reapers 0,4%, Knoblauchpulver, Zwiebelpulver, Sellerie, Salz, Gewürze und Muskatnuss. Und außerdem steht hier drauf, dass das Produkt für Vegetarier geeignet ist und glutenfrei. So the ingredients from this Catch the Reaper is Passata 25%. Yeah, I want to say that there are lots of ingredients, what's a subcategory, so like the Passata is 25% and then it's distinguished that what's in it, so it's like tomatoes 99%, acidity regulator and so on, but I will give you only the main ingredients. I think that's because it's commercially bought passata and also tomato puree, which is ready to use as you would buy it from your local supermarket, and we don't need to name them all. So it's passata 25%, it's roasted red peppers, tomato puree 14%, honey, sugar, fresh apple juice, fresh lemon juice, tomato
Powder 2%, Salt, Corn Flour, Carolina Reapers 0.4%, Garlic Powder, Onion Powder, Celery, Salt, Spices and Nutmeg. And it's labeled as vegetarian friendly and gluten free product. Ja, dann lasst uns mal wie immer die Flasche öffnen. Ich schüttel erstmal ein bisschen. Sie sieht dickflüssig aus, aber das erwartet man ja auch von einem Ketchup auch. So it doesn't look runny, but that should be the right consistency for ketchup. Actually, just to see if we get it out of the bottle nicely. Nein, also das steckt hier oben fest. Ich probiere mal, ich tue mal meinen Finger. Funktioniert nicht. Entschuldigung. Das ist ja meine Flasche. Ich kann damit machen, was ich will. So, as it's my bottle, I can stick my finger inside. I don't give it away. Still not. I will use the spoon just to soften it up here. This is the pre-taste taste. Und ich werde aber erst noch dazu sagen, wenn es den Löffel gibt. Also, sie ist ziemlich dickflüssig. Das liegt, denke ich, an der Flasche. Da hat sich einfach so diese obere Schicht ein bisschen verfestigt. Hoffentlich bekommen wir den zweiten Löffel besser raus. Ja, kann man sich blöd anstellen beim Soßengießen, offensichtlich. So. Es gibt jetzt ein bisschen Verzögerung und es geht los. Ich probiere jetzt mal für euch. Und dann kann ich euch sagen, es schmeckt direkt sehr, sehr tomatig. Es schmeckt süß. Es ist nicht salzig, es ist nicht sauer. Es ist aber nicht zu süß. Und tatsächlich hat es einen schönen kleinen Kick. Ich würde sagen, die Schärfe ist vielleicht für Kinder schon zu viel. Aber für Erwachsene ist das, denke ich, auf jeden Fall handelbar. Ich finde es gut. Natürlich finde ich es gut. Ich mag das ja. Ich würde sagen, es ist so auf einer Skala von 1 bis 10 ist das auf jeden Fall eine 3 bis 4. Also es ist nicht sonderlich scharf. Ich würde sagen, es ist eher so ein medium scharfes Produkt. Und es schmeckt gut. So, from the first impression, tastes great. It's really tomato taste and fruitiness. And it's like savory, sweet. It's not sour and it's also not salty. I like that a lot, so it's a fruity tomato sauce and it has a little kick too. That's it's great actually. I don't think kids would like that, or it would be maybe too much for kids, but it's great for grown-ups. So I would say on a scale from 1 to 10, this could be 3 to 4. And we'll have a lot, wir nehmen noch mal einen kleinen Schluck. Dann kann ich euch vielleicht noch mal was sagen. Mehr. Also. Ich würde das auf jeden Fall gerne
auf einem Burger tun und mit Pommes auf jeden Fall essen. Also so wirklich als ein klassisches Ketchup-Produkt, das ist total super. Sonst habe ich ja eher Ketchup und mache dann dazu scharfe Soße. Und das ist genau richtig. Also es schmeckt sehr fruchtig, es schmeckt sehr tomatig, ohne sauer zu sein. Also das finde ich, nichts finde ich schlimmer, als wenn man Ketchup hat, das entweder zu süß ist oder zu sauer. Es ist sehr ausgewogen. Es ist fruchtig und ich kann jetzt keins der Gewürze besonders herausschmecken. Es ist hervorragend abgeschmeckt. Also alles in einem ganz, ganz schön. Perfekt, ein sehr gutes Ketchup. Schmeckt mir gut. So. As I initially said already, the taste on this is great. So it's really like a really good ketchup. Usually I would like to put it really on a burger or with fries or as UK people would say with chips. So as a classical ketchup use. The taste is great. It's really tomatoey, fruity. Savory, everything together without being too sour or too sweet. So it's really nice and really nice and complete composition. I wouldn't change anything with it. Usually, when I want a spicy ketchup, then I had a regular one and added some hot sauce to it. So this one is just great. It has a little bit of warming heat and a great overall taste. Great product. Ja, mehr gibt es dazu, glaube ich, nicht zu sagen. Dass, wenn euch meine Review heute gefallen hat, dann abonniert doch bitte meinen Kanal und klickt die Glocke, dann verpasst ihr keine Inhalte mehr. Folgt mir gerne auf Facebook und auf Instagram. Links dazu findet ihr in der Beschreibung unter dem Video. Hinterlasst mir sehr gerne einen Kommentar und teilt gerne meine Beiträge. If you liked my review today, please subscribe to my channel and click the bell to get notifications on new content. Follow me on Facebook and Instagram. I'll leave you the links below the video. Leave me a comment and feel free to share. See you next time. Wiedersehen.